Ja, wir kommen zur zweiten Pressekonferenz beim Bundesparteitag der Piraten in Düsseldorf. Zu unserer Linken auf dem Podium Patrick Schiffer, Vorsitzender der Piratenpartei. Daneben Michelle Marsching, Fraktionsvorsitzender der Piraten im NRW-Landtag. Patrick Breyer, Vorsitzender der Piratenfraktion im Landtag Schleswig-Holstein. Und unser politischer Bundesgeschäftsführer Christos. Mich würde interessieren, der Parteitag der Piratenpartei hat ja sehr viele inhaltliche Beschlüsse gefasst. Was sind so die Kernanträge, die Kernergebnisse, die von diesem Parteitag ausgehen? Ja, also klassische Piratenfragen, wie stellen wir uns die Zukunft in 2030 vor? Wie wollen wir 2030 eigentlich leben? Wir haben ein sehr visionäres, ein sehr zukunftsorientiertes Wahlprogramm bisher abgestimmt. Darunter auch die Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, sehr viel tiefergehendere Forderungen auch nach den Finanzierungsmöglichkeiten eines BGEs, wie zum Beispiel einer Automatensteuer. Dann möchte ich hervorheben, dass wir das Wahlrecht ab 14 fordern. Wir haben ein ausgesprochen umfangreiches Programm zur Jugendpolitik. Wir fordern die Datenvolumenbegrenzung für mobiles Internet abzuschaffen. Und ganz viele andere Punkte für alle Politikfelder. Wir haben im Prinzip gezeigt, dass wir in allen Politikfeldern visionäre und zukunftsorientierte Forderungen stellen. Es ist ja auch ein Antrag beschlossen worden zum Thema fahrscheinfrei. Da gibt es ja aus NRW eine wirklich gute Vorarbeit, die ja mittlerweile auch schon Erfolge, oder durchaus auch ja, Erfolge trägt. Wie ist da der Impuls von NRW ja, in den Bund gegangen? Wie ist das, was ihr im Augenblick im NRW erreicht habt? Was habt ihr erreicht und wie geht es jetzt auch damit weiter? Also wir haben erreicht, dass wir eine Machbarkeitsstudie gemacht haben, so ähnlich wie die Piraten in Berlin schon vor 2 Jahren, die für Nordrhein-Westfalen gezeigt hat, dass mit einem Betrag von ca. 30 Euro im Monat es möglich ist, dass man den öffentlichen Personennahverkehr umstellt auf einen fahrscheinfreien Nahverkehr, was bedeutet, dass jeder jederzeit den Nahverkehr nutzen kann. Wir haben eine lange Kampagne dazu gefahren, wir haben viel Informationen dazu gemacht, wir haben Modellprojekte durchgerechnet in verschiedenen Regionen, also städtisches Gebiet, ländliches Gebiet und so weiter. Und wir sind uns sicher, dass die Daten so valide sind und so aussagekräftig sind und auch so viele sind, dass wir das Ganze jetzt auch übertragen können und dass wir das auch mit weiteren Modellkommunen, weiteren Modellprojekten im ganzen Bundesgebiet ausrechnen können. Und wir sind uns sicher, wir kommen aufs gleiche Ergebnis, fahrscheinfrei ist möglich und fahrscheinfrei muss überall möglich sein. Schleswig-Holstein ist jetzt letztens erst als fleißigste Fraktion, also die Piratenfraktion in Schleswig-Holstein, ausgezeichnet worden. Ihr seid mitten im Wahlkampf. Was sind so die Themen, die ihr auch in diesen Parteitag eingebracht habt? Was sind Themen, die bei euch auch gerade im Land eine ganz entscheidende Rolle spielen? Wir Piraten im Norden stehen eigentlich dafür, seit 5 Jahren die unbequeme Stimme zu sein für die Themen, um die sich die Politik nicht kümmert. Wir nennen das Vogelstrauß-Politik. Da werden Missstände vertuscht oder unbequeme Themen vertagt. Und das betrifft zum Beispiel das Thema Mitbestimmung, wenn den Bürgern direkte Demokratie vorenthalten wird. Oder das Thema Selbstbedienung, Diätenerhöhungen. Da lassen sich Leute mit einem Chefwagenfahrer durch das Land chauffieren. Das betrifft das Thema Transparenz statt Lobbyismus. Da mussten wir durch Übergabe eines Vogelstrauß-Preises an Herrn Dr. Stegner massiven Druck machen, um die Einführung von Karenzzeiten für Politiker durchzusetzen, die in die Wirtschaft wechseln. Betrifft aber auch das Thema Postenschieberei im Landtag, dass höchste Ämter im Land, im Landesverfassungsgericht, am Landesrechnungshof nach Parteienproporz besetzt werden, statt sie offen auszuschreiben. Da haben wir massiv Front gegen gemacht und sind jetzt auch vor dem Landesverfassungsgericht gelandet, weil uns da ein Redeverbot, Maulkorb, erteilt wurde. Ja, und schließlich, Stichwort Missstände und Skandale, die wir aufgedeckt haben, kann ich nennen als Beispiel, dass bei uns an der Polizeischule sich Schüler sexistisch, rassistisch geäußert haben und das einfach gedeckelt werden sollte vom Ministerium. Das haben wir dafür gesorgt, dass das endlich verfolgt wurde. Wir haben Missstände an Kinderheimen aufgedeckt, wo die grundlegendsten Rechte mit Füßen getreten wurden und die quasi zu einer geschlossenen Einrichtung gemacht wurde. Es ging um Gefahrengebiete, das ganze Land wurde zum Gefahrengebiet erklärt. Und im Endeffekt kann ich sagen, wir sind eigentlich der Ansprechpartner für Whistleblower, die auf Hinweise die Politik aufmerksam machen möchte.
Wir sind Ansprechpartner für Bürgerinitiativen, die was im Land verändern wollen, sei es gegen Fracking, sei es gegen CETA. Und wir haben enorm viel erreicht und hoffen jetzt eben, das auch transportieren zu können. Das ist nämlich bei vielen Bürgern noch nicht angekommen, unsere Arbeit. Und deswegen durfte ich heute nochmal aufrufen dazu, uns zu helfen, uns zu unterstützen im Wahlkampf. Und ich glaube, dann sind wir am besten, wenn wir wirklich Aktionen machen, wenn wir den Finger in die Wunde legen können, wenn wir provozieren, wenn wir spektakuläre Guerilla-Aktionen machen. Und da freue ich mich drauf, in den nächsten 6 Wochen im Wahlkampf das hier zusammen zu rocken als Piraten. Ich glaube, das war auch was Wichtiges aus diesem Bundesparteitag, dass wir da ein Gefühl wieder dafür bekommen haben. Wir sind stolz, Piraten zu sein. Wir sind die Partei der digitalen Bürgerrechtsbewegung. Wir haben eine gemeinsame Identität und wir kämpfen zusammen. In Nordrhein-Westfalen sind die Piraten die einzigen, die sich keiner verfassungswidrigen Zulagen gönnen. Ihr habt sehr viel angestoßen in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, wie viele Anträge habt ihr gestellt? Welche Schwerpunkte habt ihr auch in den letzten Jahren gesetzt? Und wie seid ihr damit bei den anderen angekommen? Also wir haben über 300 Anträge, Anfragen und so weiter gestellt, Änderungsanträge, was auch immer es da für Möglichkeiten gibt. Angekommen sind wir leider mit sehr, sehr wenig. Es ist tatsächlich ein einziger Antrag von uns mal angenommen worden. Da ging es ums Bienensterben. Das war sehr unkritisch, um es mal böse zu sagen, dass die anderen dem zustimmen konnten. Bei allem anderen läuft es meistens darauf hinaus, dass unsere Anträge abgelehnt werden und kurz danach werden sie wieder eingebracht von den anderen Parteien mit leichten Änderungen als ihr Antrag, damit sie sich den Erfolg auf ihre Fahne schreiben können. Leider bei den richtig kritischen Themen, beim Ausbau der Digitalisierung, Breitbandausbau, beim fahrscheinlosen ÖPNV, den hatten wir gerade schon, beim Cannabis und so weiter, lauter Themen, die wir auch wissenschaftlich begleitet, wirklich ausgearbeitet haben, sind wir am Ende dann gescheitert und da kommen wir tatsächlich nicht durch. Auch wichtige Themen, was die Zukunft ganz eindeutig angeht, also was man sofort merkt, Braunkohletagebau zum Beispiel, da möglichst schnell aus der Braunkohle auszusteigen. Das wird alles leider blockiert und da gibt es andere Standpunkte, gerade bei denen, die sich eigentlich auf die Fahne geschrieben haben, die dann plötzlich sogar nervös werden, wenn wir dann ihr Abstimmungsverhalten aufzeichnen wollen, um aufzuzeigen, guck hier, die Grünen nach außen sagen sie mal Umweltschutz, nach innen stimmen sie plötzlich dagegen und in dem Moment, wo man das öffentlich machen will, werden sie nervös und versuchen sogar teilweise unter quasi Androhung von Gewalt das zu verhindern. Das finde ich schade, weil es eigentlich zeigt, dass Parteien nicht mehr zu dem stehen, was sie vorher gesagt haben. Wir sind auch ein bisschen stolz darauf, dass wir am Ende im Landtag das gemacht haben, was wir vorher den Wählern versprochen haben und das wollen wir weitermachen. Wenn ich das auch nochmal unterstreichen darf, Pascal. Ich glaube, dass wir gesehen haben in den Jahren, auch als Opposition, du kannst was durchsetzen, wenn du es schaffst, öffentlichen Druck zu machen. Und wenn wir einen wunden Punkt treffen und die Medien das auch transportieren und sagen, hier, wie kann das eigentlich sein, wie kann das eigentlich angehen, also Skandale aufdecken, dann werden die anderen auch genötigt, was zu machen. Natürlich versuchen sie dann, dass es nicht so aussieht, wie wenn es unser Erfolg wäre, aber es ist natürlich unser Erfolg. Wir setzen die Sachen ja auf die Agenda. Ohne uns würden ganz viele Themen nicht stattfinden. Und deswegen ist uns das teilweise ähnlich gegangen wie euch, aber es ist unser Erfolg und das dürfen wir uns auch nicht wegreden lassen. Jetzt sind heute und gestern insgesamt knapp über 360 Mitglieder auch beim Bundesparteitag. Wenn man so auf den Fluren hört, viele reden über das Saarland. Heute wird im Saarland gewählt. Es gibt ganz viele Aktionen, auch noch Fotoaktionen. Die Zukunft bringen, die uns ins Jahr 2030 bringen und die Gesellschaft nach vorne bringen, dann wollen wir dem auch zustimmen. Das tun wir auch regelmäßig im Parlament. Was sind Themen, die, du hattest es vorhin ja schon angesprochen, die ihr in den Landtag jeweils bei euch auch eingebracht habt und die sich die anderen, nachdem sie eure guten Anträge abgelehnt haben, nochmal ein bisschen für sich ausgeschmückt haben, mit einer anderen Überschrift versehen haben und dann reingebracht. Also welche Themen habt ihr in den Landtag gebracht, die auch umgesetzt wurden oder die auch angegangen wurden, allerdings nicht unter eurer Flagge? Ich glaube, jedes Thema, das wir einbringen, kommt irgendwann unter falscher Flagge wieder zurück, was völlig in Ordnung ist. Gemein wird es dann, wenn ein Antrag von uns plötzlich umgeschrieben wird und da sind tatsächlich nur 2, 3 Worte geändert. Vieles zum Thema Digitalisierung und Open Data, Open Government ist von uns gekommen und ist dann umgeschrieben worden und wird dann als Strategie der Landesregierung verkauft. Aber auch bei Umweltschutzthemen, diesen Bienenantrag habe ich gerade schon genannt, wo natürlich, gerade bei den Themen, und wir haben jetzt auch auf dem Parteitag 2, 3
Sachen zum Beispiel zum Thema Tierschutz gerade einen Beschluss gehabt. Das würde man von uns nicht erwarten, dass das von uns ist. Und das nutzen gerade die Regierungsfraktionen aus, nämlich dann, wenn wir einen guten Antrag stellen in Bereichen, wo sie glauben, dass da dass das ihre Kernkompetenz ist. Und wenn sie dann den Antrag einbringen, bei den Grünen die Umweltschutzthemen, klassisch bei der SPD solche Sachen wie Crowd- und Clickworking, wo dann plötzlich ein Antrag von der SPD und den Grünen wiederkommt, wo es heißt, sozial ist unsere Kompetenz und deswegen soll da unser Name draufstehen. Die ganze Menge zu nennen ist einfach auch zu viel, weil es auch schwierig ist abzugrenzen, ist das jetzt ein Antrag, wo man, wenn nur ein Wort geändert ist, das relativ einfach, aber ist es nicht ein Antrag, wo man Richtung vorgegeben hat und dann wird der 3-4 Monate liegen gelassen und kommt dann plötzlich wieder zurück und man erkennt ihn gar nicht wieder, außer dass die Intention die gleiche ist, weil es wirklich, sie sind ja keine Neulinge, sie sind ja wirklich schlau, sie haben es gut drauf, dann zu maskieren, dass es eigentlich nicht ihr Antrag ist. Die Piraten sind heute alle, ja, ich sag mal, geistig im Saarland unterwegs. Jetzt kommen ja als nächstes die Wahlen in Schleswig-Holstein und auch in Nordrhein-Westfalen. Was sind die Kernthemen, auf die ihr in eurem Landtagswahlkampf auch setzt? Und was ist eure Botschaft, die ihr auch transportiert in diesem Wahlkampf? Also unsere drei Kernthemen sind im Grunde genommen direkte Demokratie. Wir treten an, um Schleswig-Holstein zur direkt demokratischen Schweiz des Nordens zu machen. Das heißt, wir wollen regelmäßige Volksentscheide haben, weil wir der Überzeugung sind, dass eine gerechte Politik frei von Lobbyismus, die soziale Spaltung überwindet und verhindert, dass der Staat unsere Freiheitsrechte einschränkt, dass die nur möglich ist, wenn man die Mitbestimmungsrechte der Bürger stärkt. Zweites Kernthema für uns natürlich, digitale Revolution zu gestalten. Das Land hat völlig verschlafen in allen Bereichen, für die es zuständig ist, sei es Bildung, sei es Verkehr, sei es Polizei, sei es auch die Demokratie selber, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, nämlich Sachen transparent zu machen, die Leute mitreden zu lassen, aber auch den Risiken der digitalen Revolution zu begegnen, indem man Anonymität ermöglicht, anonyme Bezahlen von Verwaltungsdienstleistungen und so weiter und so fort. Da denken wir weit voraus und haben einen großen Schwerpunkt darauf gelegt. Und dritter Schwerpunkt bei uns natürlich auch soziale Gerechtigkeit und Verantwortung im Land. Das Land hat Zuständigkeiten im Bereich Gesundheitspolitik zum Beispiel und da ist in einem Flächenland wichtig, dass niemand abgehängt wird. Der ländliche Raum wird im Moment abgehängt, weil die Versorgungsstrukturen da wegbrechen. Immer mehr konzentriert sich auf die Ballungsräume. Dort wiederum dadurch das Problem, kein bezahlbarer Wohnraum mehr. Unsere Landesregierung findet sich voll in der Hand der Wohnungsimmobilienlobby und tut deswegen auch nichts Wirkliches gegen ihre hohe Mietpreissteigerung. Und all das macht das Thema Soziales aus, was, glaube ich, für viele Menschen auch ganz persönlich wichtig ist. Wie ist das bei euch in NRW? Das Thema Soziales kann ich direkt aufgreifen. Wir haben das Thema Grundeinkommen bei uns mit auf die Agenda gesetzt, dass wir sagen, wir müssen über das Grundeinkommen reden. Wenn es im Großen nicht funktioniert,